bin der Andreas aus dem Emsland wieder. Heute sind wir auf der Deutschen Holsteinschau in Oldenburg. Hier sind die besten 200 schwarz- und rotbunten Kühe aus Deutschland. Und die Schauen sind für uns Züchter eine ganz wichtige Sache. Zum einen, um uns zu messen mit den anderen Kühen als Wettbewerb, um neue Motivation zu holen. Aber auch, um das Zuchtziel vorzugeben. Und das Zuchtziel, das ist eine Kuh, die auch im Alter noch sehr gut klarkommt, die lange Milch geben kann, produktiv ist, aber auch wenig Probleme hat in unseren Ställen. Und gerade im Euter demonstriert diese Kuh die Zuchtziel hervorragend. Die hat 6 Kälber und das Euter ist noch sehr hoch aufgehängt. Allerdings könnte sie in der Rippe etwas tiefer sein. Und sie wird gleich in einer Klasse laufen, wo sehr starke Kühe sind, und ich bin froh, wenn ich nicht ganz hinten laufe. Also wenn man sich das da mal kennt, Eine fantastische Klasse, eine überragende Klasse alter Kühe, wenn man diese Kühe sieht, wie sie ihre Euter noch tragen und wie sie sich bewegen. Ich möchte Sie alle nun einmal herzlich bitten, einen Riesenapplaus für diese. Ja, wie erwartet hat es nicht ganz gereicht für vorne, aber ich bin mit dem dritten Platz besten zufrieden. Ich glaube, es war wirklich eine starke Gruppe und wirklich eine Demonstration von hervorragenden alten Kühen.